Ja, jetzt schauen wir uns mal Aufgabe H an. Bestimmen Sie per Integralrechnung das Volumen Vy des Körpers, der durch Drehung des Flächenstücks zwischen den Parabeln Y1 und Y2 um die Y-Achse entsteht. Machen Sie eine erläuternde Skizze. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Also ein Fünftel x² plus 2 ist eine Parabel, die nach oben geöffnet ist. Sie ist deutlich breiter, weil ein Fünftel mal x² und hat den Ordinatendurchgang bei 2. Ja, also eine relativ breite Parabel. Dann x² minus 6, das ist eine Normalparabel, auch wieder nach oben geöffnet und diesmal minus 6 nach unten geschoben. Und die ist deutlich schmaler. Ich mache mal vorher diese Linie. Natürlich muss der Schnittpunkt auf der anderen Seite auf gleicher Höhe liegen. Ja. Gut. Ja, das ist also das, was wir erstmal als Skizze haben. Und jetzt sollen wir das Rotationsvolumen bestimmen, was des Flächenstücks, was zwischen diesen beiden Parabeln steht. Das heißt, es geht um diese Fläche. Ja, also die Fläche soll rotiert werden um die Y-Achse. Ja. Gut, wie machen wir das? Also Rotationsvolumen um die Y-Achse, die Formel schreiben wir nochmal hin. Also Vy ist gleich Pi mal Integral von C bis D. G von Y zum Quadrat dy. Gut, die unteren Grenzen von den beiden Parabeln kennen wir. Das ist einmal die minus 6 und einmal die 2, aber die obere Grenze kennen wir nicht. Also wir müssen irgendwie diesen Wert hier bestimmen. Ja, und das ist ja genau der Schnittpunkt der Parabeln. Und wir brauchen nicht die Funktion y gleich, sondern x gleich. Damit fangen wir vielleicht mal an und danach rechnen wir den Schnittpunkt aus. Also wir haben hier stehen y gleich ein Fünftel x² plus 2. Umgestellt nach y machen wir erstmal die minus 2 und dann mal 5. Also 5 mal y minus 2 kriegen wir raus. x² gleich 5y minus 10. Das ist die erste Parabel umgestellt. Und die zweite Parabel umgestellt, das ist die Funktion x² minus 6. Und also x² gleich y plus 6 raus. Dann rechnen wir den Schnittpunkt aus. Und zum Integrieren brauchen wir nur den y-Wert des Schnittpunkts. Ja? Das heißt, wir können auch sofort die beiden gleichsetzen in dieser Form, wie wir sie unten stehen haben. Also wir haben ja hier stehen x² durch 5y minus 10 und hier haben stehen x² durch y plus 6. Das heißt, ich setze die x² gleich, dann steht da 5y minus 10 gleich y plus 6. Das stellen wir um. 4y, also minus y plus 10 gleich 16, y gleich 4. Und damit habe ich jetzt den Schnittpunkt hier und weiß, okay, die Parabel 1, das ist die ein Fünftel x² plus 2, die integriere ich von 2 bis 4 und die andere Parabel von minus 6 bis 4. Machen wir das, also Vy1 ist gleich Pi mal Integral, das ist die, die nur von 2 bis 4 integriert wird, also Integral 2 bis 4. Und ein Fünftel x² plus 2, das haben wir umgestellt, das ist x² gleich 5y minus 10. Auch hier wieder aufpassen, ich habe nach x² aufgelöst, das heißt, ich muss nicht mehr, wenn ich das in die Formel einsetze, quadrieren hier an der Stelle. Gut, bilde ich die Stammfunktion. Stammfunktion von 5y minus 10 ist y² durch, dann durch 2, also 5 halbe y² minus 10y in den Grenzen von 2 bis 4. Dann setze ich ein, erstmal die 4 eingesetzt, kommt 0 raus. 2 eingesetzt, kriegen wir minus 10. Kommt also insgesamt 10 Pi als Volumen raus. Das gleiche machen wir dann für die zweite Kurve. Hier integrieren wir von minus 6 bis 4, also Integral minus 6 bis 4.
Gleichungen, die wir umgestellt haben, also y gleich x2 minus 6 hatten wir umgestellt nach x2 gleich y plus 6, also hier y plus 6, auch wieder nicht mehr quadrieren, weil das schon Quadrat ist. Die y ist gleich pi mal Stammfunktion, y Stammfunktion ist ein halb y Quadrat plus 6y in den Grenzen von minus 6 bis 4. Gut, dann setzen wir ein. Die 4 eingesetzt kommt 32 raus. Die minus 6 eingesetzt kommt minus 18 raus. Und dann haben wir 50 Pi. Und das Volumen des Körpers bekommen wir dann, indem wir voneinander abziehen. Wenn wir jetzt nur das untere Volumen, das wäre ja diese 50 Pi, das ist ja das Volumen von diesem Gesamten, wenn wir das rotieren. Und wir ziehen natürlich das, was wir hier noch von dem kleinen Volumen hier oben bekommen, das ziehen wir natürlich ab. Ja? Also hier 50 Pi minus 10 Pi, also 40 Pi ist das Volumen des Körpers.